München ist wirklich komplette Katastrophe mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Was geht, mein Brr? Was geht, Brr? Alles gut? Danke, bei dir? Alles super. Bei mir war es so überfüllt, dass die U-Bahn so stehen geblieben ist. Weißt du, da mussten wir alle die Tür nochmal aufmachen. Ich sollte im Hauptbahnhof aufsteigen. Die haben es einfach übersprungen. Ich habe ja schon im Intro gesagt, Ladies and Gentlemen, Weihnachtsmarkt. Und ich will aber nicht nur auf Weihnachtsmärkte gehen. Wir werden im Anschluss heute Abend auch noch auf den Weihnachtsmarkt schauen. Aber es gibt hier einen neuen Burger, den mir Baran geschickt hat. Wie heißt der, Bruder? Ich hab keine Ahnung. 44 Burger Bar, so heißt der Burger auf jeden Fall. Und das ist der neueste Burger, der in München ist. Und am Ende des Tages, wenn ich an was Spaß habe, ist es auch an Burger-Reviews oder einfach mit euch Burger essen zu gehen. Und mit meinen Homies, deswegen habe ich gesagt, hey Bro, lass den auf jeden Fall noch probieren. Und vielleicht sehen wir dann auch... Was? Reezy, ja, Reezy. Er sieht so nach einem bayerischen Lokal aus irgendwie, oder? So Paulaner-Wappen und so. Die dürfen da wahrscheinlich auch nicht so viel machen, weil das hier so altstadtmäßig ist. Was? Die bieten auch nicht so viel an. Was bieten sie alles an? Lies mal vor. Kannst du nicht lesen, oder? Doch, ich kann lesen. Hi. Hi. Wir kommen gleich rein, Burger essen. Perfekt. The Basics, Classic, Bacon Cheese, Haram, Cheese, Crispy Chicken. Mach mehr Cash als du. Servus, hi. Hi, grüß dich. Setzen wir uns hin. Nein, das Fenster nicht. Und ist fertig. Nee, du nicht, aber ich muss noch später. Easy, stresst euch nicht. Something dabei, der bei der Baden, ja. Die Menükarte haben wir draußen schon angeschaut. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass sie nicht zu viel in der Auswahl haben. Weil wenn Burgerland zu viel Spielerei anbietet, dann ist das nicht oft ein gutes Zeichen. Die Basics sehen aber vernünftig aus, sagen wir es mal so. Es gibt immer eine Wochenkarte anscheinend, Burger der Woche, der Real Deal Burger. Also du zahlst 15,50 Euro und kriegst Burger und Pommes, ist okay. Innen Straße, ja, yeah. Das ist günstig. Der meisten gibt es in Paris. Der Paris? Ja, und der Bryant. Was ist das für ein Wein? Für ein Burger? Der ist mit Camembert und Streifenbeeren. Bist du ja Süßkartoffel oder Pommes? Pommes, Bruder. Pommes, du süß? Beides. Wir nehmen beides einfach. Das ist unterschiedlich. So mal Süßkartoffeln, mal Pommes. Basic Burger, da haben wir einmal Classic, Bacon Cheese, Cheese und Crispy Chicken. Aller Chicken Burger eigentlich auch nicht schlecht. Vielleicht nehmen wir den einfach noch extra als dritten. Brioche Bun, Crispy Chicken Patty, Salat, Tomate, Zwiebel, Mayonnaise, Burgersoße. Erinnert mich ein bisschen an diesen Crispy Chicken von Burger King. Er hatte gemeint, dass ich nicht Burger King sage, sondern Uncle Smash. Ich muss auch ehrlich sagen, Uncle Smash, ich weiß nicht, wie es bei denen läuft, aber ich habe diese Burger gefeiert. Ich fand die richtig gut. Preis-Leistung. Genau. Preis-Leistung war. Hier gibt es noch so eine Kategorie des Problems. Ich kann das irgendwie nicht lesen, was hier steht. Das Wort, ich weiß nicht, was das heißt. Und das... Welches? Das ist hier unter den Basic. Was, kannst du das lesen? Hast du eine Leseschwäche? Ja, ich kann das irgendwie nicht lesen. Burger mit Beilage, Pommes oder Süßkartoffeln, meinst du das? Nee, das hier, was steht hier? Genau hier. Veganes Brioche-Bun, Plant Basic, Crispy Chicken, Salat. Ich mag jetzt immer vegane Ketchup. Hast du mich verarscht? Ja, dann nehmen wir einmal den Cheese mit Pommes und einmal den Crispy Chicken mit Süßkartoffeln. Ah, ich glaube, wir sollten auch noch ein paar Soßen probieren. Die Guacamole selbst gemacht? Ja. Trüffelmayo. Die ist richtig nice. Also haben wir einmal den Lemon-Eistee, Paulaner, Guacamole, Trüffelmayo, Cheeseburger mit Pommes und Crispy Chicken mit Süßkartoffeln. Stark. Wie lange habt ihr den Laden schon? Seit wann ist der offen? 7 Wochen. When I wake up early. Was ich auch ziemlich oft in den Kommentaren lese, ist, Randy, du zitterst so. Ich mache mir Sorgen um dich. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, ich zitter schon, seitdem ich klein bin. Meine Hände nicht veranlagt, um ruhig zu sein. Dankeschön. Ehrlich, optisch gesehen. Ich muss auch sagen, ich war ganz kurz in der Küche hinten und ich habe gesehen, wie dieses Fleisch aussah, okay? Und diese Kugel, die er da draufgelegt hat. Wenn so Fleisch so richtig rot noch ist, finde ich einfach, sieht es sehr qualitativ hochwertig aus. Das ist rot an. Ist so weich? Ja. Wir haben zweimal Cheeseburger. Diese spezielle Burgersoße, Käse, eine breit geschnittene Essiggurke, richtig rohe Zwiebeln, Salat, unten nochmal Burgersoße und Tomate. Ich sag so, ist es, der Burger fühlt sich so geil an. Das Brot ist so weich. Ja, man wirklich.
Boah, Junge, Alter. Boah, der Burger macht richtig Spaß, Alter. Also die Burgersoße erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Amsterdam. Ich weiß nicht mehr, irgendwas habe ich dort gegessen. Amsterdam oder Stockholm so. Das Brot ist eine 10 von 10 Brioche. Das ist so geil, nicht so süß, eigentlich perfektes Fleisch. Obwohl da so viel drauf ist, rohe Zwiebeln, Tomate, auch nicht so dünn geschnitten, Salat. Fleisch merkt man heavy. Als Eis finde ich das noch. Knusprig, Käse überall. Ja, das ist geil, Mann. Das Brot, top. Aber ich sag dir ehrlich, ich weiß, ich war nicht zuletzt in München, ich will so einen krassen Burger gegessen. Irgendwie erinnert mich das Ding so ein bisschen an einen Mix zwischen In-N-Out und Burger King. So würde ich das beschreiben. Schau mal jetzt, wir probieren mal nur dieses Fleisch. Schau dir mal das auch an. Das ist scharf. Das ist richtiges Fleisch, Ladies and Gentlemen. Das ist nicht irgendwie so Billo-Zeug. Das, wenn das kein gutes, qualitatives Fleisch ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Kruste ist krank. Der Typ hat das perfekt gesalzen. Ich muss danach auch mal dieses Fleisch nur probieren. Ich schwöre, es ist krass. Beiß mal nur in dieses Fleisch. Du wirst merken, es cruncht in deinem Mund. Burger sehen gut aus, aber die schmecken viel besser, als die aussehen, alle. Ich sag dir ehrlich, es ist schon mal sehr gut, dass wir ohne Erwartungen reingekommen sind. Ja, Mann. Schau, die sind auch zufrieden. Die lachen schon den ganzen Tag wie im Theater. Wie bei Harry Potter, wenn diese Schachfiguren sich bewegen. Ich hab noch nie Harry Potter geschaut. Die Rechnung bitte, ich muss gehen. Also das ist so ein typischer Chicken Burger, fertig Chicken, wie ihr vom Burger King kennt. Das ist jetzt nothing special, aber wenn ihr diesen Geschmack feiert, dann glaube ich, dass der jetzt einfach geil sein wird. Das ist einfach ein bisschen qualitativer Burger King. Der muss auch ein bisschen dreckig schmecken, muss sich danach ein bisschen schlecht fühlen. Danach machst du denn ja, keine Ahnung, feiern. Wird der Burger noch glücklich machen. Bruder. Bro, ich will genau in diesen Burger beißen. So, manchmal. Wir haben auch gerade mit dem Chef geredet. Fleisch ist regional und ich sage euch ehrlich, beiße dieses Fleisch. Ich will jetzt merken, dieses Chicken, dieses Crispy Chicken ist natürlich gekauft, ja. Und er würde es gern selber machen. Meiner Meinung nach sollte er es genau so lassen. Taugt auch, gell? Das Fleisch ist ein bisschen dicker und es ist irgendwie geil. Es ist gesmashed, aber nicht so heavy dünn gesmashed einfach. Von dem Design des Geschäfts und so, das ist was anderes, ja. Das wirkt für mich trotzdem auch wie Teller und so. Das feiere ich nicht. Diese Schüssel, wo die Pommes drin sind und so, Hans im Glück, feiere ich nicht. Aber wie der Burger schmeckt, ist geil. Danke dir, ja? Macht's gut. Sehr, sehr lecker. Wir sehen uns bald. Bis zum nächsten Mal. Ladies and Gentlemen, geht jetzt gleich. Bisschen höher. Es geht jetzt gleich noch auf den Weihnachtsmarkt. Ich habe mir wirklich im Video so ein bisschen gedacht, boah, habe ich die jetzt zu sehr gelobt oder so. Aber ich bin mir sicher, habe ich nicht. Und ich glaube für mich persönlich, ich habe gerade keinen Burger im Kopf, den ich lieber in München essen würde. Das ist meine neue Nummer 1. So wie der Burger ist. Das Fleisch ist ein bisschen dicker, ein bisschen weniger gesmashed. Kruste war krass, Salz perfekt. Du hast das Gefühl von Burger King und In-N-Out in einem Burger. Und wenn ihr herkommt, sagt dem Chef, dass ihr von Randy kommt. 44 Burger Bar in welcher Straße sind wir eigentlich? Blumenstraße 25. Blumenstraße 25, aber ich werde es auch noch mal in die Video-Description reinschreiben für euch, Ladies and Gentlemen. Eine Ewigkeit. Ja, mein Bruder, Papa, Brothers on the shit, Dollars on the shit. We outside, oder? Tashi mit dabei. Es wird heute, glaube ich, endlich mal eine Folge, genau wie sie aller Randy sein muss. Diese Vibes der Münchner Weihnacht mitnehmen. Kann man es so sagen? Auf jeden Fall. Einfach nur genießen. Mal schauen, was der Abend so bringt. So wunderschön mit diesen riesen Laternen, die gerade geschmückt sind. Wir gehen auf jeden Fall hier hin, Ladies and Gentlemen. Nachtkindlmarkt im Lucky Who. Das ist auf jeden Fall das Lucky Who. Das ist eigentlich ein Nachtclub, auch meine Empfehlung. Es ist wahrscheinlich mein Lieblingsclub in München. Wenn ich feiern gehe, gehe ich nur hierher. Und da ist jetzt Nachtkindlmarkt und gleichzeitig gibt es hier den Fairfax Burger und dann gibt es noch Bisi Bubele. Eines meiner Lieblingssachen. Auch wenn der Fairfax Burger sehr, sehr gut ist, darf man nicht schlechter reden als es. Fairfax Burger, hast du doch Smash Burger gegessen. Wie war der? Chicken Burger. Nee. Smash Burger. War okay, aber muss man nicht weiter drauf eingehen. Christmas Market. Something dabei, der bei der Parken, ja.
Wir sind einfach Zuschauer, die haben gesagt, die haben Sitzplatz für Fesker. Sitzplatz. Sorry, guys. Digga. Ey, habt ihr diesen Sitzplatz hier freigehalten? Du hast Legenden, Digga. Wie heißt du? Erik. Randy, freut mich. Long story short, ich war in der Arbeit, abgesehen, dass du hierher kommst. Ich hab dir die Frage geschickt. Achso, auf deine Frage habe ich geantwortet. Komm hierher, finden wir Sitzplatz, dann müssen wir hier Kerzen bemalen. Haben wir Kerzen bemalt, Alter, damit wir die behalten können, den Sitzplatz. Okay, nächste Runde geht auf mich. Das ist wirklich wieder ein Moment, wo ich kapiert habe, wir sind da füreinander. Ich gebe Gas, mach euch gute Videos, ihr habt was zu lachen. Alter, ich bin gerade wirklich baff, dass mir Leute einfach einen Sitzplatz freigeben. Die haben Kerzen angemalt. Was machst du aber? Walk warm. Ich stehe hier an. Also, was schränkst du? Für alle Leute, die noch den alten Stand von Mustafas Gemüsekebab kennen, dort befindet sich jetzt Fisi Bubele. Vor einem Jahr, eineinhalb Jahren waren wir das erste Mal bei Fisi Bubele in einer Foodtour und es ist einer meiner Lieblingsspots in ganz München. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt eine Falafel-Pita. Falafel-Pita, was kommt da alles rein? Wir haben Rotkohl, wir haben arabischen Salat, wir haben Eisbergsalat, Hummus natürlich, der nicht fehlen darf. Wenn es gerne scharf gewünscht, wir haben auch eine Souk, ja, die Mama von unserem Chef halt macht. Und dann zum Schluss kommt noch Petersilie. Geil. Ja. So, erstmal hier Hummus. Eisberg, dann die frische Falafel, ein bisschen zerdrücken, dass auch wirklich jeder Biss was erwischt. Jede Tahina-Soße. Dann haben wir noch eine Joghurt-Mint-Soße. Zu sehen. Also die Leute haben euch richtig hier... Ja, war gut. Alle glücklich. Das freut mich sehr. So ein bisschen Eisberg. Was Scharfes war ja nicht erwünscht, oder? Selbst gemacht von der Mama. Zwei Chilisorten, ja. Grüne und rote teils, ja. Knoblauch, Koriander. Ah, okay. Dann haben wir es eigentlich schon fertig. Zum Super. Schluss nochmal ein bisschen Tahina. Danke euch, ja. Schon mal gegessen? Nein, Mann. Ich beiß jetzt einfach rein, ja? Ja. Oh ja. Oh ja. Ich bin leicht zu überzeugen, aber die Schärfe top. Ja. Hey, taugt mir anders, Mann. Geil, Mann. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Brot auch sehr fluffig, sehr weich. So wie ich es mag, gell? Wir Bayern, gell? Wir feiern das. Boah, ich sag dir, ich bin auch sehr happy. Boah. Sesambasta hat einfach Power da drin. Das macht, du hast scharf und dann kommt wieder Milch. Das heißt, dein Halt später und alles, dein Magen ist trotzdem geschont, obwohl es scharf ist. Oder mit dem Hintergrund war geil. Was geht mein Brr? Was geht mein Brr? Alles gut, Bro? Kleinen Tipp, den ich fürs Lucky Who hab, falls ihr das Video seht. Ihr müsst euch darum kümmern, dass die Leute schneller ein Glühwein bekommen. Was ist das, Kinderpunsch, gell? Nein, die kommen noch. Okay, der hat Cheers. Vielen Dank. Cheers. Cheers. Aber der schmeckt nach... Es schmeckt erst, wenn du die Zunge verbrennst. Nein. Einfach gleich noch Echsen einfach, oder? Zu leid. Es habe mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Es ist almost leer. Da ist noch eine Kabine. Ja, der mag uns einfach nicht. Aber trotzdem, sein Chicken ist. Das Chicken Sandwich ist geil, aber ist okay. Ist jetzt nicht überkrass. So, cheers. Ey, danke fürs Freihalten. Ein dicker, dickes Bussi geht an euch raus. Ihr seid. Wirklich? Ihr habt mich damit so richtig baff gemacht, als so wie das. Ich war so gerade, wie? Ja. Ich hab selber nicht glauben können. Abteilung Leiter bei Check24. Nee. Entweder du fragst nett oder du nervst. Ich weiß ehrlich nicht, ob das ins Video reinkommt.